Zeit gibt, wo wir auch schon längere Diskussionen hatten, nach wem er benannt werden soll. Das ist ja ein relativ langes Prozedere und da bitte ich auch um Verständnis, darum erzähle ich Ihnen das jetzt ein bisschen, dass das nicht von einem Tag am anderen geht. Da wird ein Wunsch entwickelt, der Park soll jetzt heißen nach und dann braucht es gewisse Beschlüsse, die stattzufinden haben. Und diese Beschlüsse sind jetzt nicht nur im Bezirk zu tätigen, sondern auch in der Stadt. Und der Antrag kam ja schon sehr früh, vor einigen Jahren eigentlich schon, nach dem Kaplan Hübel diesen Park zu benennen. Also nicht diesen Park, sondern eine Örtlichkeit. Da war ja auch noch gar nicht festgelegt, die Örtlichkeit. Wir haben das dann, so wie es sich gehört, in unserer Kulturkommission besprochen mit allen Fraktionen. Und da muss man jetzt vorausschicken, dass wir uns vor Jahren schon einmal einen Beschluss selbst gegeben haben, wo wir gesagt haben, wenn wir so durch Meidling schauen, gibt es sehr viele Namen, Straßennamen, Plätze, die benannt sind und die meisten eigentlich nach Männern. Und jetzt haben wir gesagt, es gibt aber auch sehr, sehr viele verdiente Frauen, die eigentlich hier nie benannt werden und nie zum Zug kommen. Und daher haben wir gesagt, dieses Defizit gilt es für uns aufzuholen. Wir werden schauen, dass wir öffentliche Flächen so weit wie möglich zukünftig nach Frauen benennen werden. Es war der Wunsch da, der große Wunsch, nach dem Kaplan Hübel diesen eine Örtlichkeit zu benennen und jetzt kamen natürlich die Diskussionen zustande, ist eh klar. Aber umso wertvoller finde ich es jetzt, dass man sich dann doch auf den Kaplan Hübel geeinigt hat, weil ich sage Ihnen jetzt eines, so durchleuchtet wie die Person Hübel ist eigentlich niemand noch geworden. Ja? Und ich finde, das ist besonders wertvoll, weil wir wissen, dass wir dadurch einen wirklich verdienten Mann jetzt diese Örtlichkeit widmen mit seinem Namen. Ich freue mich heute ganz besonders, so viele von Ihnen begrüßen zu dürfen, so viele Hetzendorferinnen und Hetzendorfer und vor allem auch die Jugend aus Hetzendorf. Wir haben hier den Pfarrkindergarten, der Pfarre Hetzendorf. Ich darf euch ganz, ganz herzlich bei uns begrüßen. Ihr werdet heute sozusagen hier öffnen. Wir haben aber auch die Purzelbäume, die sehe ich aber jetzt die nur sind gerade am Spielplatz. Ah, die sind schon am Spielplatz. Gehört. Also da ich kommen aber wieder. Kommen die Purzelbäume sind ja noch viel kleiner und jedenfalls noch viel schwerer. Ein paar Minuten jetzt nicht zu plaudern und zu spielen. Die sind schon am Spielplatz. Die sind vom Pensionistenwohnhaus Hetzendorf. Da haben wir eine Kindergruppe integriert in der Seniorinnenresidenz, was sich sehr gut macht. Die generationenübergreifende Zusammenarbeit und das Zusammenspiel zwischen Jung und Alt funktioniert ganz, ganz hervorragend. Und der Kindergarten hat sich sogar vergrößert mit einer Gruppe, weil eben die Seniorinnen und Senioren so ein großes Bedürfnis haben, mit unseren Jüngsten auch in Kontakt zu treten. Und ich finde, dieses Projekt ist schön und das machen wir jetzt an mehreren Plätzen in Meidling, also jetzt nicht nur in Hetzendorf, sondern wir haben auch schon in Altmannsdorf so eine Gruppe, die dann die Seniorinnen und Senioren begrüßt und das bringt neues Leben den Seniorinnen und Senioren in ihre Stube. Ja, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir einen profunden, einen waschechten, der ganz Wallerau, eigentlich ist er waschecht, Hetzendorfer bitten, uns einige Worte über den Kaplan Hübel zu sagen, weil ich muss gestehen, ich kenne ihn jetzt vom Namen, ich habe mich mit seiner Person beschäftigt, aber persönlich habe ich nicht die Ehre gehabt, ihn kennenzulernen. Und ich denke, über einen Menschen zu sprechen, den man noch gekannt hat, dem man selbst begegnet ist in der Schule und dann auch in seinem weiteren Leben, ist viel authentischer, als wenn ich jetzt irgendeinen Lebenslauf hier erzähle. Und da hat sich liebenswerterweise der Herr Locker zur Verfügung gestellt und wird jetzt einige Sätze uns über Herrn Kaplan Hübel sagen. Dankeschön. Es ist interessant, ich kenne viele Menschen aus Hetzendorf, die auch den Kaplan gekannt haben. Und jetzt komme ich drauf auf das Wesentlichste. Ich möchte keine große Laudatio über den Kaplan halten, denn jeder hat den Kaplan, der ihn gekannt hat, sein eigenes Bild und könnte viele Geschichten, Anekdoten, vieles erzählen, was der Kaplan ihm bedeutet hat, wie er zu ihm gestanden ist. Es gibt viele Menschen, die wissen, dass der Kaplan sie getauft hat, erlebt hat sie es nicht, aber haben so wie ich den Kaplan in der Volksschule erlebt, haben zum ersten Mal erlebt, den ersten Priester des Lebens erlebt, der die Messen gestaltet hat. Vielleicht auch, haben viele auch, die nicht aus dem Elternhaus, das katholisch war, das erste Mal einen Zugang zur katholischen Kirche durch den Kaplan bekommen.
viele, die den Kaplan kannten, kannten ihn natürlich, er ist 1911 geboren, schon in der Kindheit. Und deswegen ist es auch schön, dass hier Kinder da sind, denn einer der wesentlichsten Anliegen des Kaplanhübels ist es gewesen, mit Kindern zusammenzuarbeiten. Er hat eine seltsame, eine wunderbare Ausstrahlung gehabt, die man vielleicht als Charisma bezeichnen kann. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der den Kaplan hier gekannt hat, über den Kaplan irgendetwas Negatives berichten könnte. Der Kaplan hatte so eine Ausstrahlung in seinem Leben, vielleicht kann man das auch ausdrücken im christlichen Sinne, mit Liebe den Menschen geben, dass man auch empfunden hat, das Positive von ihm. Er war jetzt nicht der große, berühmte Prediger, aber seine Predigten, die oft stattgefunden haben im Pfarrheim, während der Prälat Meyer auf der anderen Seite den Slogan halte, waren die Messen bumm voll gesteckt, auch von Erwachsenen, wie damals ein Kind, also die Erwachsenen. Weil er hat uns was zu sagen gehabt, oder hat uns einfach die Liebe geben können. Und deswegen ist es schön, weil der Kaplan ist auch ununterbrochen, auch in späten Jahren, nachdem er nach seinem Schlaganfall vielleicht nicht mehr sehr viel kirchliche Dienste vollrichten konnte, in Hetzendorf spazieren gegangen. Und durch millionenmal diese Promenade, diese Ideosgasse, die jetzt Kaplan oder Franz Hübel Park heißt, abgegangen. Man hat ihn gesehen, man hat sich gefreut. Man hat mit ihm reden können. Man hat auch keine Angst gehabt, wenn man Sorgen gehabt hat, mit dem Herrn Kaplan ins Gespräch zu kommen. Der Kaplan hat auch Menschen, das weiß ich auch, finanziell in seinem Rahmen ausgeholfen. Und er war auch bekannt dafür, dass er kleine Gaben hergegeben hat. Man konnte vom Kaplan relativ leicht einen Doppler Wein erhalten, der gerne verteilt hat. Der Herr Kaplan war vielleicht auch manchmal sehr eigentümlich, aber da habe ich zum Glück meine Mutter gehabt, die da irgendwo rumsitzt. Er hat natürlich erst darauf bestanden, dass der liebe Gott ihn vor allem beschützt. Aber er hat sich dann dennoch von meiner Mutter Zecken impfen lassen, weil sie sagt, meine Mutter hat gesagt, wenn der liebe Gott eine Ärztin schickt, dann hat er schon einen Sinn dahinter, dass die Zecken vielleicht doch gut wäre. Wenn er den ganzen Tag irgendwie durch Hetzendorf spazieren geht, könnten die Zecken da herunterfallen. So gibt es noch wahrscheinlich zig Erzählungen über Kaplan Hübel. Aber vielleicht können wir uns jetzt, wenn wir durch die Promenade gehen, immer wieder daran erinnern, wie er für uns gestanden ist, was er für uns gemacht hat, was er auch uns jetzt bedeutet. Und deswegen ist es auch schön, dass viele Leute da für ein kleines Fessel sind. Weil jetzt kommen vielleicht die wesentlicheren Gespräche, nicht meine Worte, über den Kaplan untereinander. Dass man sagt, ja, na, wissen Sie noch das oder weißt du noch, was ich da gesehen habe? Und das natürlich, und da fällt einem viel mehr ein, mir würde wahrscheinlich jetzt stundenlang zu reden einfallen, das ist nicht der Sinn und Zweck des heutigen Tages. Der Kaplan steht im Mittelpunkt. Und da aber die Hetzendorfer Pfarre auch brav und toll weitergeführt wird, gebe ich noch ein paar Worte dem Pater Karol, der jetzt noch die neue Hetzendorfer, oder die, als Nachfolger des Kaplans, der jetzt hier wirkt, ein bisschen das Wort. Und ich sage euch danke fürs Zuhören einmal.